So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Und ich habe jetzt gerade hier durch Zufall einen von diesen Leuten, die ich da befreit habe, angerempelt. Der hat mich angegriffen, ich habe ihn getötet. Aber das übliche Prozedere. Und ich habe jetzt gesehen, dass wir hier noch eine Mission haben. Und dass die hier nicht freundlich sind. Deswegen werden wir die mal alle töten. Und mal eben da hinten diese Mission machen, bevor wir dann das dritte Mitglied suchen. Ja. Ist das der, den ich befreit habe? Der kommt nämlich mit seiner Faust an. Boah, perfekt ausgewichen. Komm hier. Dann gib mir die Faust. Oh, der hat einen ganz schön Kinnhaken, ne? Oh, oh, oh. Ganz schön viel Schaden gemacht mit seiner Faust. Ja, diese Mission, die da gerade war, irgendwas mit Fallobst oder sowas, die war weg. Keine Ahnung. Loten könnten zum Aufstand verleitet werden. Das versuchen wir dann natürlich. Jetzt erstmal gucken, was das hier ist. Weil hier werde ich nie wieder hinkommen, deswegen möchte ich. Benötigst du etwa? Kannst du mir vielleicht ein Gerücht bestätigen? Ich hörte, Myrine vom Haus der Argeiaden sei zurück. Das ist natürlich jetzt eine Sache. Ja. Ja, das stimmt. Und ich bin mit ihr verwandt. Du solltest dich wirklich was schämen. Deine Familie hat Sparta nichts als Schande gebracht. Ich wünschte, ich hätte nie einen von euch gesehen. Oh. Okay. War dumm. Jetzt, wo ich überlege, werden sagen sollen, nee, wir sind's nicht, weil wir haben ja eh einen schlechten Ruf. Rückgelaufen, würde ich sagen. Okay. Schatz oder Ärger? Ja, wir haben den Ärger gekriegt. Okay, Er ist in Lakonien. Helos-Hügel. Hier ist der Helos-Hügel. Einem Dorf. Das könnte das Dorf sein. Gehen wir dahin. Reiten wir weg! Warum denn jetzt? Hä? Warum? Warum? Was habe ich gemacht? Warum habe ich auf einmal so viel Kopfgeld gekriegt? Kriegst du jetzt schon Kopfgeld, wenn du dein Pferd rufst? Was ist das denn? Na, ohne Witz, was war das denn jetzt bitte? Und vor allem, warum haut er jetzt ab? Jetzt kommt er wieder. Oder was? Okay. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ja, hier darfst du nicht mal dein Pferd rufen. Komm schon. Du musst hier leider weggehen, vor was. Hier kommen wir nicht weiter. Ich weiß nicht, wo er jetzt herkommt, jetzt mal ohne Spaß. Warum habe ich hier Kopfgeld? Wer ist er? Wer ist er denn? Der Heißfüßige. Also lass ich mal die Füße blutig laufen. Uns findet. Ist das wieder sollte, weiß ich auch nicht. Oh, cool. Nein, nein, oh doch, er macht's. Okay. Macht schon. Boah, können wir direkt auf das Pferd springen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir nehmen es einfach mal. Ich weiß nicht, warum wir das Kopfgeld gekriegt haben, jetzt mal ohne Witz. Oh, haben wir einen Vogel weggekickt. Viel Spaß. Mein Kampf. Wir werden gleich eh wieder ein Kopfgeld kriegen, wenn wir den Typen töten wahrscheinlich. Oh, das Pferd ist aber schnell.
Wir haben da was. Oh, ein Wolf. Den will ich nicht. Okay, das ist das falsche Dorf. Oh, oh, oh. Ah, hallo, ich bin im falschen Dorf. Okay, wo ist das andere Dorf? Heilige Gunst? Das ist das hier wahrscheinlich. So, darunter. Ah, dieser Vorboss ist wieder ganz gechillt hier. Ist das jetzt richtig hier? Glaube ich auch nicht. Naja, das wäre so ein Palast. Okay, nein, nicht ins Feuer. Oh ja. Okay, also auch nicht. Der Bauernhof. Wo kann denn hier? Im Helos-Hügel. Ach, südwestlichen. Was ist das hier? Ganz unten. Starke Vermutung. Bleibt doch nicht mehr viel übrig. Immer da, wo man zuletzt guckt. Aber diese eine Sache da, diese eine Mission, Schatz oder Ärger, hätte ich irgendwie drauf kommen können. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist das eine, die sich freut, uns wieder zu sehen. Also eine Frau in grünes Alter. Ich dachte, ja gut. Vielleicht alte Freundin, hat sie vermisst. Er muss auch immer damit prahlen, dass er da mit dir verwandt ist und so. So, das ist jetzt hier das Dorf, oder? Ja. Mein Ziel ist in der Nähe. Die Kritier. Okay. Und ein Wolf. Ella. Okay, dann gucken wir mal. Ach, der Wolf, jetzt ernsthaft. Ernsthaft. Geh mir doch nicht auf den Keks, Wolf. Ich schlag euch mit Vergnügen die Zähne ein, wenn ihr nicht ruhig seid. Okay. Ein Helotenausstand. Ja, den Helotenausstand haben wir jetzt nicht gemacht, irgendwie, ne? Wer denkt der, wer er ist? Irgendwelche Wachen oder so? Nö, er ist alleine. Okay. Okay, ciao, Kumpel. Ihr seid frei. Okay. Alles klar. Haben wir das erledigt, würde ich sagen. Oh, 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 hier, hier. Hier muss ich hin. Da müssen wir hin. Das war jetzt irgendwie ein bisschen unspektakulär, fand ich. Ach, guck mal, da kommt auch schon wieder unser Freund. Oder gehen wir gerade, wir gehen gerade zu ihm. Ja, ich finde das eine Frechheit, dass ich einen Kopf gekriegt habe, weil ich mich auf mein Pferd gesetzt habe. Ich weiß immer noch nicht, was das soll. Egal. Holen wir uns den Aussichtspunkt hier.
Mal weiter, Alexis, immer weiter. Aber ich sehe jetzt auch nicht ein. Ich bin jetzt in so einem Level. Auch mit der Waffe jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, dann sollen sie doch kommen. Solange es nicht zwei sind, wenn es einer ist, ist das kein Problem. Und da ist auch noch eine Mission da hinten. Können wir auch annehmen. Aber erstmal den Aussichtspunkt. Hier unten ausguck. Ah, du pumpst aber ganz schön, oder Alexis? Komm mal rein. Aber dieser Stab von Exekias sieht schon geil aus, ja? Der hat auch richtig Bums, also das muss man mal wirklich sagen. So. Okay, Freunde, einmal genießen, bitte. War hier doch irgendwo da unten. Lass uns mal, warte mal, wo war denn? Da. Zack. Okay. Also die Mission war hier unten. Da, wo das Feuer ist. Das ist wieder sowas, ist wie in der ganzen griechischen Welt, die irgendwas machen, dann machen wir es nicht. Chere. Benötigst du gerade etwas? Mein Bruder schmückt sich mit meiner Arbeit. Er zwingt mich, ihm meine Werke zu senden. Und alle loben ihn für meine Worte. Geschwister können schwierig sein. Ich könnte ihm etwas Schlechtes schicken. Dann würden ihn alle auslachen. Aber reicht das aus? Ich ertrage das nicht mehr. Er macht das schon seit Jahren. Das kann nicht so weitergehen. Ich weiß nicht. Wir machen, ja, dann hier. Und du willst, dass ich ihn in die Unterwelt schicke? Nein, ich rede von einem Botengang. Oh, schade, habe ich dich leider missverstanden, das tut mir leid. Verlass dich auf mich. Darüber wird man sich noch Geschichten erzählen. Ja, sicher, über den, alles erledigt. Über den Botengang natürlich. Oh, wo muss ich denn hin? Ach, da. Da muss ich lang. Ah, yeah, ein Botengang. Aber gut, das sind leichte EPs, ja. Und wir kommen wieder so ein bisschen in die Gegend, wo, glaube ich, auch eine andere Mission war. Aber das sehen wir dann gleich. Vor allem, ich weiß auch noch gar nicht genau, was ich als nächstes hier machen soll. Also als nächsten großen Strang, würde ich sagen, suchen wir unseren richtigen Vater. Aber, ach, da läuft der Kopfgeldjäger schon wieder. Der Söldner. Da ist er. Ich will jetzt hier keinen Streit anfangen vor der Mission. Guck mal, der kommt aber auch genau hier hingewackelt. Jetzt stellt er sich dahin, ist das sein Ernst? Ist das sein fucking Ernst, dass er sich jetzt dahin stellt? Alter, geh doch weg. Der geht jetzt da im Kreis, oder was? Eine Schriftstellerin sagte, du wartest darauf. Ah, genau, was ich gebraucht habe. Hier, deine Entlohnung. Danke. Einundzwanzigtausend.
So gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier als nächstes in der Ecke haben. Hier ist jetzt nichts mehr. Gut, dann haben wir das Gebiet fast abgehakt. Hier ist noch ein Ort, dann hätten wir das fertig. Ja, dann machen wir das erst. Ja. Dann kann er uns da auch noch kreuzweise. Ich werde jetzt nur über den Berg hier laufen. Wenn es dann, bald es gerade wird, reiten wir dann wieder. Beziehungsweise wir gehen jetzt hier runter. So. Dann gucken wir mal, was das da für ein Ort ist. Hier kann man wenigstens schön reiten. Aber ich glaube, jetzt ist es vorbei, oder? Nee, doch nicht. Sehr gut. Nehmen wir den Olivenbaum hier noch mit. Grabmal des vergessenen Helden. Eine Höhle. Okay, antike Stele. Alles klar. Hier gehen wir mal schnell rein, bevor der Söldner kommt. So. Müssen wir da auf Schlangen aufpassen. Ich weiß nicht, soll ich da mal durch? Okay, da geht's weiter runter. Warte, ich will eigentlich noch nicht weiter runter. Lass mal gucken. Aha, da sind sie da schon. Ach, guck mal, ich muss sogar da runter. Kann das noch nicht bewegen. Das ist wahrscheinlich dann wieder der Rückweg. Ja, jetzt meine Vermutung. Hier kommen wir nicht weiter. Ne? Nee. Okay, da müssen wir. Oh. Tatsächlich hier lang. Oh, eine Schlange. So, mal gucken. Wir können da lang, wir können da lang. Gehen wir hier erstmal lang. Ach, jetzt geht's da auch wieder. Aber da geht's weiter runter, gell? Erstmal hier rein. Oh, da ist direkt vor mir. Okay, das war's. Zwei Schlangen und ein dicker Schatz. Sehr gut, der Schurkendolch. Ach, guck mal, da ist sie sogar, die Stele. Haben wir sie schon gefunden, sehr gut. Wäre ich jetzt dran vorbeigelaufen, ehrlich gesagt. Okay, dann gehen wir aber trotzdem mal gucken, wo es da hinten weitergeht. Das ist wahrscheinlich jetzt dieser Rundweg, oder? Lass mal gucken, hier geht's nicht weiter, also müssen wir hier durch. Da ist wieder eine Schlange.
Das sah so aus, als wären da zwei, aber das ist hier nur Loot. Oh. Ah, hast du gedacht, du kriegst mich, wa? Ach komm, ernsthaft. Oh, da ist noch einer. Okay, hier war noch eine Kiste. So. Okay, hier geht's wieder hoch. Genau, und das ist der Weg, den wir dann freimachen müssen, um wieder zurückzukommen. Ach, ernsthaft. Die auch noch mal eben. Das nehmen wir auch. Das auch. Gut. Dann zerstören wir das mal hier. Ah, schieben wir ganz weit weg. So. Und dann sind wir wieder draußen. Okay, perfekt. Das ging ja mal verhältnismäßig schnell. Verhältnismäßig schnell, sehr gut. Fähigkeiten? Wir haben Fähigkeitspunkt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann habe ich den denn gekriegt? Eigentlich. Warte mal. Was ist das? Präzises Attentat? Ja. Definitiv. Achso, ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Das war's. Ja, hier machen wir. Machen wir das. Wenn es hier schon in der Nähe ist, warum nicht? Das ist wieder so entweder oder. Wahrscheinlich fallen wir jetzt wieder auf die Schnauze. Mal gucken, also wir sind kein Freund von Myrine, wir hassen das, was sie gemacht hat. Kann ich dir bei irgendwas zur Hand gehen? Ich bin dankbar für das, was du für uns getan hast. Aber manchmal wünschte ich, dass sich Aristokraten um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern würden. Wovon redest du? Ich bin nur ein Söldner. Ich weiß, wer du bist, Kind des Berges. Doch jetzt, da du dich mit der Kryptia angelegt und uns Sklaven geholfen hast, werden wir nur noch mehr Schwierigkeiten mit den spartanischen Soldaten haben. Ich tat, was notwendig, was richtig war. Das Handeln der spartanischen Kryptier ist grausam. Deinetwegen durchkämmen die Soldaten der Kryptier des Nachts unsere Dörfer. Wenn du wieder gut machen willst, was du getan hast, dann schalte sie aus, sodass wir in Frieden leben können. Na, kein Ding. Lass mich raten. Ich soll all diese Spartaner zu Hades schicken. Dann verstehst du also. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Bitte beeil dich. Überlass das alles ruhig mir. Okay. Acht Stück. Oh. Weiß nicht, das ist hier nichts. Aber von daher habe ich nichts mit euch am Hut. Ich soll dich auch nicht töten, also. Nicht mein Problem. Ihr seid noch nicht mein Problem. Ja, die da hinten, wobei, warte, wir können ja hier sogar reiten.
Unser Kopfgeld reduziert sich auch so langsam, wobei das wird jetzt gleich wahrscheinlich wieder in die Höhe gehen, wenn wir da die Leute töten. Das ist ja immer so. Wohlwei. Vielleicht töte ich auch wieder ein Hühnchen. Dann kriege ich wieder Kopfgeld. Wer weiß das schon. So, 8 Stück. Okay, alles klar. 3, 5, 8, da haben wir sie alle. Alle beisammen. Okay, das war zu weit weg, das hat keiner gehört. Oh doch, er hat's gehört. Er würde auch gerne kommen, er zuckt schon, ne? Oh. Ach, ihr seid mir zu doof, ganz ehrlich. Dann gehe ich woanders hin. Was? Wer bist du denn? Denkst du denn, wer du bist? Ach, guck mal, das sind Zwillinge. Die machen beide das Gleiche. Wer setzt hier jetzt aber den? Was seid ihr denn für welche? Das ist ja genauso schlimm wie die anderen. Das ist ja noch schlimmer. Okay. Ihr seid auch nicht mein Publikum. Nehme ich mir nochmal andere vor. Vielleicht habe ich sie alle durch hier. Ach, halt's Maul. Okay. Der hat gerade nur geschlafen, jetzt ist er auf einmal topfit. Ja, komm. Ja. Das ist doch menschengemacht. Das ist menschengemacht, genau. Der Pfiff ist menschengemacht. Kommt aus meinem Mund, hier. Ciao. Ach, guck mal, jetzt geht der eine weg. Kein Bock mehr, oder was? Hol sie jetzt alle hier hin. Was ist das für ein Geräusch? Na, komm gucken. Ist menschengemacht. Hä? Töte ihn doch. Na komm, du hörst es doch auch. Komm. Du willst doch auch hier hinkommen. Komm, ist menschengemacht. Okay. Ja, dann könnte ich jetzt alle mit meinem Attentat kaputt machen. Dieses Pfeifen treibt mich in den Wahnsinn. Ja, dann kommen wir mal gucken. Hier, komm mal hier. Pfeif nochmal für dich. Ach, du bist so doof. Du bist so doof. Komm doch jetzt einfach hier hin. Okay. So. Okidoki, dann. Na Freunde, war nicht so gut, wa? Die ganzen Sachen hier mal eben mitnehmen. Da ist ja nur noch einer. Ach, komm mal hier. Das kriegt der da gar nicht mit. Ich gehöre zu dem Sklaven zurück. Alter, ich mache Sklavenarbeit hier, oder was? Okay.
Büsse, da. Los, Phobos. Los, Phobos. Reiten wir am Strand entlang. Also haben wir eigentlich schon wieder viel in Lakonien jetzt hier auch gemacht. Na komm, mein Kopfgeld geht doch weiter runter. Na gut, habe ich nicht mitgerechnet. Müssen uns noch so ein bisschen noch so weiter verhalten. Und dann ist es weg. So, Kumpel. Du bist zurück? Sind sie alle tot? Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Dir gebührt mein Dank. Nimm dies. Es gehört dir. So, jetzt, warum ich das mache? Ich mache das immer, zu fragen oder zu antworten, dass er Teil der Besatzung werden soll, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie ein versteckter Erfolg, wenn man jeden, wo es die Möglichkeit gibt, fragt. Deswegen mache ich das immer, aber ich will eigentlich nicht, dass die zur Besatzung kommen. Ich habe eine gute Mannschaft. Doch uns fehlt jemand mit deinen Talenten. Komm zu uns an Bord. Was sagst du? Ich werde deiner Mannschaft würdig sein. Versprochen. Ah. Okay. Glück hauen. Okay. Er ist der Erste, der wieder gehen muss. Gut. 21.000. So, dann gucken wir mal. Jetzt sind wir hier soweit durch. Der Lion, Dame der Mission, heilige Kunst. Die machen wir. Wo ist mein Pferd? Man bringe mir mein Pferd. So, da müssen wir jetzt da hinten hoch. Oh, da oben ist ein Bär. Ja, den werden wir eiskalt ignorieren. Ciao. Nein, Herr Bär. Bis er das mal geschnallt hat, sind wir schon längst weg. Ach, da ist jetzt auch noch ein Wolf. Oh. Oh, die Wölfe sind hinter uns her. Ernsthaft? Ich will meine Quest nicht gefährden. Nachher wird meine Quest noch angegriffen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann machen wir erst diese hier. Jetzt hoffentlich wäre so eine kleine Quest. Kann ich dir vielleicht behilflich sein? Ich weiß, dass du den Höker getötet hast. Verflucht nochmal! Ich verstehe nicht, wieso du so wütend bist. Der Höker wirtschaftete Korinth in den Ruinen. Wen kümmert Korinth? Mich schert nur mein eigenes Leben, das du ruiniert hast. Er wollte mich heiraten. Mich! Was glaubst du, wie viele Chancen eine Hetäre im Leben bekommt? Okay, haben wir wieder nicht geschafft, würde ich sagen. Ich sollte mir vielleicht mal angucken, wie die Quests heißen, oder? Aber siehst du, guck mal, du kommst mit Ehrlichkeit, kommst du nicht weit. Ja, ich war jetzt zweimal ehrlich und beide Mal in die Scheiße gegriffen, also... Ich lüge jetzt hier nur noch in diesem Spiel. Wie heißt du? Ich heiße Cassandra. Ich bin nicht Alexios, ich heiße Cassandra. Wie kann ich dir helfen? Du bist nicht zufällig der Adlermann, oder? Ich? Nein, ja, ich bin Cassandra. Worte werden dir nicht gerecht. Dein Haar muss Athena selbst gesponnen haben. Dein Körper gleicht einer Skulptur der Meister und deine Arme. Sie sind so stark. Stark genug, um... Stark genug, um... Stark genug, um meinem Mann Kalibos diesen Korb hier zu bringen. Oh, richtig. Die Archon sprach von dir. Der Archon, bitte. Der Archon, nicht die Archon.
Obwohl, wir leugnen ja alles, ne? Du bist Cassandra, ich bin die Archon. Okay, machen wir so. Das wird sicher ganz leicht. Ich danke dir. Lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Wo ist denn Kalibos gerade? Er ist ein wichtiger Feldherr. Seine Einheit ist im Nordosten stationiert, nahe der Festung Pressai, unten am Strand. Was ist denn im Korb? Was jedermann vor der Schlacht braucht, um die Gunst der Götter zu gewinnen. Bitte, Adlermann. Es würde ihm einen Vorteil verschaffen. Ich werde dir gern helfen. Hey, sicher. Aber guck mal, jetzt habe ich wieder Kopfgeld, oder was? Ernsthaft? Soll ich den Korb hier... Ach, das sind die da unten, die ich eigentlich angreifen wollte. Ja, sicher. Der ist schwer. Ja. Hast du Ziegel eingepackt? Wir machen eher wieder die zwei Kopfgeldstifter, Kopfgeldjäger Sorgen. Ohne Witz, ich weiß nicht. Ich hatte beinahe den einen sogar auch weg. Jetzt muss ich so einen verdammten Scheißkorb tragen und kriege wieder ein Kopfgeld. Jetzt muss ich an den Wölfen vorbei und an den Bären. Ach, Junge, das ist doch... Ist ja egal, was du machst, du kriegst immer einen am Deckel, ja? Bist du ehrlich, kriegst du einen am Sack. Musst du einen Korb tragen, kriegst du Kopfgeld. Tötest du ein Hühnchen, kriegst du ein Kopfgeld. Setzt du dich auf dein Pferd, kriegst du ein Kopfgeld. Kriegst du alles hier Kopfgeld. Ja, sind's. Egal, was du machst, du kriegst immer Kopfgeld, ne? Da unten ist aber der Bär. Erstmal aus dem Sichtfeld der Wölfe raus. Okay. Jetzt kümmern wir uns um den Bären. Der kriegt das auch nicht mit. Hoffe ich. Ich muss irgendwo hier runter. Ah, je. Ah, lass den Korb nicht fallen. Okay. Oh, Olivenbaum. Da kriege ich auch noch für einen Olivenbaum Kopfgeld. Ich ahne es schon. Freunde, ich bringe euch was. Essen. Heilige Gunst, natürlich. Hier, ich hab was. Ein Söldner? Sei gegrüßt. Was führt dich in unser Lager? Bist du Kalibos? Deine Frau bat mich, dir dies zu überbringen. Ich glaube, es ist eine Art Opfergabe an die Götter. Zeuxo ist eine gute Frau. Sie segnet mich mit Körben, die einem Dionysos würdig wären. Weltliche Freuden? Bei ihr klang es nach einer Angelegenheit von Leben und Tod. Ein tödlicher Kater vielleicht. Männer, das wird eine gute Nacht. Leiste uns doch Gesellschaft. Ist es eine gute Idee, dass sich die Soldaten während einer Schlacht betrinken? Ich habe dich falsch eingeschätzt. Bist du nicht auch Spartaner? Wir können nur eins noch besser als kämpfen, und das ist trinken. Ich verstehe. Ach komm, ja. Zu gutem Wein und guter Gesellschaft sag ich nicht nein. Das habe ich nicht anders erwartet. Schließlich haben wir das dem Kyklopen gesagt, dass wir das gerne machen, ne? Dann müssen wir es auch machen. Dieser Philiphemos oder irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Der ist ja sein Freund da jetzt gefunden. Oh, das war eine harte Nacht. Kann mir einer den Wasserschlauch reichen? Kann ich ins Wasser schmeißen? Oh, kann mir einer meinen Kopf reichen? Ich habe ihn unten am Strand vergessen. Das müssen die Nachwirkungen der Pilze sein. Ich erinnere mich an den Hühnerstall und an das Feld der Bäuerin. Aber ich erinnere mich nicht an ein trojanisches Pferd. Es war schon da, als ich aufwachte. Wir opfern es den Göttern für eine leichte Überfahrt. Männer, schafft es mit mir an den Strand. In der Stadt gibt es jetzt was Neues. Ja, das habe ich befürchtet. Alles gibt Ärger hier.
Boah. Arm, Junge. Kettenangriff. 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 Hoho. Geil. Hier. Den sehen schon. Weiß nicht, wohin den Kettenangriff. Alter, der Bockant. Der wollte gerade trinken. Gib ihm, gib ihm. Jawohl. Boah, Alter, er hat ihm die Hoden zertrümmert. Warum denn immer auf die Hoden? Immer geht's auf die Hoden. Attentat auf die Hoden. Alle? Ne, da ist noch einer. Warte, die Jungs, der gehört mir. So. Ich behauptete einst, ich wäre ein besserer Stratege als Odysseus. Man hat mir das Gegenteil bewiesen. Und doch hast du überlebt. Zieh eine Lehre daraus. Bitte. Danke meiner Frau für dieses Geschenk. Ja, mach ich. Ich weiß nicht, ob ich ihr danken oder sie verfluchen sollte. Ah, wir hätten ja nicht mittrinken müssen. Nein! Oh, okay. Dachte schon. Okay, wir haben aber zwei Missionen auf einmal gemacht. Also da. Okay. Mal eben gucken. Da hinten ist er. Wir würden uns das jetzt wegziehen, ne? Ach, aber keine Lust jetzt ja da hinten zurück zu gehen. Okay, gehen wir mal hier hin. Wir gehen jetzt mal wieder hier. Also wir machen jetzt den Ort noch und dann sind wir nämlich da in der Nähe für die nächsten Missionen dann. Da bist du. Wir müssen jetzt wieder hier oben über den Berg. An den Bären vorbei. Hallo, stehst du immer noch da? Ist keine Freunde oder was? Die Wölfe sind auch noch da. Da. Oh, das wird nicht gut gehen, glaube ich. Müssen wir mal ein bisschen anders an der Seite lang reiten. Oh, Popos, geht das gut? Ah, okay. So. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Ach, guck mal, auch wieder ein Olivenbaum. Hier gibt es schön viele Olivenbäume, habe ich festgestellt. So, ich weiß nicht, was hier ist. Also, ja, fall ich selber vom Pferd runter. Was, das ist eine Höhle? Ja. Alpha-Tier. Was für ein Alpha-Tier? Ach. Oh nein, ist das der Todeseber? Daraus sieht ganz viel. Zahnschatz. Okay. Okay, weißt du was? Ha! Machen uns jetzt zum Jäger. Dann schieße ich ihm den Pfeil in den Schädel. Oh ja, der Todesjäger.
Ach, was denn jetzt? Ach, ernsthaft? Blöder Wolf. Da. Da ist er. Boah, wie kann ich ihm denn da jetzt in den Kopf zielen? Warte mal. Kriegt er hier noch einen Feuerfall hin? Huhu. Keiner gesehen. Was war das? Der brennt nicht mehr? Ist ja witzlos. Aha. Aha. Okay. Ah, das nehmen wir alles mit hier. Der Todesheber. Aber mit diesen starken Pfeilattacken, da sind die natürlich auch relativ schnell down, ne? Also das ist schon ganz geil. So. Ach, guck mal, ein Kopfgeld ist schon mal, einer ist schon mal weniger. Kopfgeld ist runtergegangen, sehr gut. Wer ist denn da? Ach, er ist das. Ach, komm, er jagt uns jetzt nicht mehr, das ist doch nett. Oder weißt du was? Komm, wir machen den Ort noch. Den machen wir noch. Dann kommen wir nämlich auch da an unsere Mission ran. Switchen wir eben wieder zum Kämpfer diesmal. So. Dann gucken wir uns noch den Ort an und dann machen wir nämlich in der nächsten Folge dann da bei der Mission weiter. Ich weiß nicht, ob ich hier willkommen bin. Aber ich glaube schon. Oh. Vielen Dank. Was denn jetzt? Ah, der Todespuma. Zwei. Ne, einer ist schon scheiße zu besiegen. Ach, ernsthaft. So, was haben wir denn hier? Ich verstecke mich mal hier hinter dem Baum. Das ist nur der eine, der da erstmal ist. Oh, das sind aber viele. Hey, okay, was ist? Oh. Hä? Oh. Nein, ich weiß. Ja, durch. Jawohl. Aber ist das ein Lux? Ich glaube, das ist ein Lux. Ist zu klein für ein Puma. Oder? Hm. Was denn? Ach, alle auf den Puma oder was? Okay. Na komm, Freunde, ich mach mit. Ich will mitmachen. Oh, das Pferd rennt hier voll rein. Also ja, jetzt habe ich ja den Mord am Arsch, natürlich. Ach guck mal, da kommen sie auch schon beide direkt. Glaub's nicht. Direkt, als hätten sie auf nichts anderes gewartet hier.
Maul. Ja. Da ist er direkt schon. Makarius. Makarius. Der kleine Junge ist das. Der kleine Junge ist das hier schon. Ja gut, okay, wir gehen jetzt. Makarius, du bist zu spät. Ich wollte jetzt eh die Folge beenden. Also von daher. Ach, da ist jetzt auch noch ein Bär. Ist ja hier gar keine Ruhe. Ich glaube, wir machen dann die Mission jetzt hier als nächstes. Eine götterverlassene Fäule. Genau, die machen wir als nächstes. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einer gottverlassenen Fäule. Macht's gut, ciao.